Sie sind Bezirksrätin in Ottakring. Ja. Und jetzt heißt es, dass der Attentäter sich möglicherweise in einer Moschee in Ottakring im 16. Bezirk radikalisiert hat. Was wissen Sie dazu? Ja, also erstmal weiß ich, dass das ein fatales Versagen ist, dass die Moschee, die angebliche Moschee, noch nicht geschlossen wurde, weil sie ist bekannt seit über 10 Jahren, dass dort Hassprediger Jugendliche verführt haben mit der islamextremistischen Ideologie. Und das würde ich auch nicht als Moschee bezeichnen, diesen Ort. Das ist ein Versammlungshaus, das diese kriminellen Hassprediger eben nutzen, um Jugendliche ohne Orientierung und mit Identitätsproblemen und den sozialen, psychologischen Problemen, die sie dort eben, ja, um sie dort verführen zu können. Und die Moscheen, alle Moscheen, die von der islamischen Glaubensgemeinschaft in Wien verwaltet werden, also in ihrem Netzwerk sind, registriert sind, zu deren Imame und Vorsteher sie Kontakt haben, sind keine radikalisierenden. Also sind keine Orte, wo nicht alle Jugendliche Moscheen radikalisiert in Wien, werden. Die im Rahmen der IGGÖ organisiert sind, oder? Fast. Nicht alle, ja. aber ein Großteil, ja. Und dieser Versammlungsort, wie Sie ihn jetzt genannt haben, der ist eben nicht mit dabei bei dieser IGÖÖ? IGGÖ, Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich. Genau. Waren Sie schon mal dort, bei diesem Versammlungsort? Nein. Noch nie? Wieso sollte ich da hingehen? Weil Sie möglicherweise in Ottakring sehr vieles kennen und sich damit informiert haben, was da genau wo passiert. Wo ich hingehen werde in Zukunft, ist dorthin, wo Jugendliche sich aufhalten, wo die Gefahr besteht, dass sie sich radikalisieren. Mhm. Wo es noch nicht passiert ist, aber wo die Gefahr besteht. Mhm. Das sind Jugendliche, die perspektivenlos sind, die Orientierung suchen, Identität suchen. Viele von ihnen schon aus Elternhäusern, die islamisch geprägt sind, aber nicht radikal. Die Eltern aller radikalisierten Jugendlichen kaum Eltern sind selbst radikal. Aber das sind Jugendliche, die eben Anschluss suchen und die in den normalen Moscheen ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Die gehen dann nur am Freitag hin zum Pflichtfreitagsgebet und gehen wieder heim. Der Rest ist für sie langweilig. Die Moschee bietet kein Angebot für sie. Ist auch klar, das ist langweilig, da gehen die Eltern hin. Für Jugendliche braucht man ein eigenes Angebot, was cool ist, was interessant ist, was sie in ihrer Freizeit auch erfüllt und abholt und schützt vor diesen Einflüssen der radikalen Ideologie. Und das ist das, was ich in Zukunft verstärkt machen möchte, vor allem in Ottakring, wo ich eben Bezirksrätin bin, mit diesen Jugendlichen arbeiten, diese Präventionsarbeit machen. Und da braucht es eben Freizeitangebot auch, aber religiöse Bedürfnisse müssen erfüllt werden. Mit Musik, Kampfsport ist ein ganz starkes, wichtiges Mittel, um Jugendliche abzuholen und sie zu stärken in ihrem Selbstwert. Das Problem ist, sie haben meistens sehr schwachen Selbstwert. Und um sich selbst zu erheben, erniedrigt man andere. Und das ist genau das, das ist das Narrativ, in das diese Hassprediger stoßen. Und es ist auch immer es ist nie die Religion, Terror hat mit Religion nichts zu tun. Das ist ein Etikett, das sie sich anheften, diese Hassprediger. Es geht um eine Wut, die in diesen Jugendlichen drinnen rumort, aufgrund von Ungerechtigkeiten. Einerseits Islamophobie, also Ausgrenzung, weil sie halt Muslime sind, das erleben sie schon auch, ihre Eltern vor allem. Andererseits geopolitische Ungerechtigkeiten, Krieg in Syrien, im Mittleren Osten, generell Palästina. Und da fühlen sie irgendwie diese Ungerechtigkeiten und da kann dieser Hass entstehen, der natürlich massiv auch von bestimmten, von einschlägigen Social-Media-Seiten, Infokanälen, Telegram-Gruppen oder da, wo sich die Jugendlichen halt ihre Informationen herholen, das wird auch massiv geschürt. Ja? Also es gibt tatsächlich Ungerechtigkeiten, da gibt es auch einen Grund, wütend zu sein. Aber da baut sich eben gezielt so ein Hassnarrativ auf zwischen böser Westen und was der alles verbricht so auf der Welt. Ja. Mhm. Und wie ungeschützt und alleingelassen die Jugendlichen hier sind. Und das ist eben das Gefährliche. Wenn dieser Hass immer größer und größer und größer wird, steigt die Gewaltbereitschaft. Sie fühlen sich stark und das ist auch eine Gruppe, in der sie sich dann eben zusammentun. Und das ist für Jugendliche eben auch sehr wichtig. Ja. Peer Groups, also Gleichgesinnte. Und da können die Eltern nichts mehr machen, wenn es so weit ist. Ja. Und Prävention ist deshalb so wichtig, weil das ist auch erstens einmal bewahrt uns das vor weiteren Todesopfern in Zukunft. Ich meine, abgesehen jetzt von den eklatanten Versagen der Ministerien, der zuständigen Justiz und Verfassungsschutz, aber über das reden wir jetzt nicht, jetzt reden wir über Prävention und Deradikalisierung. Prävention ist einfach die beste Möglichkeit, kostengünstig für den Staat
Und weil wenn es einmal so weit ist, wenn Jugendlichen mal, wenn das Gift mal gewirkt hat und sie sind dieser Ideologie verfallen, dann ist die Deradikalisierungsarbeit immer noch möglich, aber die ist viel aufwendiger, zeitaufwendiger. Das ist Einzelarbeit, das kann man nicht in Gruppen machen. Das ist eigentlich eine Psychotherapie. Und da ist auch wichtig, dass es Schweigepflicht gibt und das ist eben auch nicht immer gegeben bei den Leuten, die die Deradikalisierungsarbeit machen. Also es ist, da ist wirklich ein riesengroßer Auftrag jetzt da in der Politik, in der Sozialarbeit hier auch die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Jugendlichen eben Wie ernst werden solche Deradikalisierungsprogramme denn genommen? Weil auch der Attentäter ist bei einem Deradikalisierungsprogramm scheinbar nicht bekehrt worden. Viel zu wenig ernst. Es gibt eine Planstelle, eine bezahlte Stelle österreichweit. Mhm. Das ist ein Deradikalisierungsexperte, ein Muslim, der im Gefängnis arbeitet. Der macht Gefängnisseelsorge. Das ist ein eigentlicher Job. Und zusätzlich macht er noch Deradikalisierung. Und der hat 550 Jugendliche zu betreuen momentan. Das ist ein Wahnsinn. Und da gibt es diesen Verein DERAD, Deradikalisierung, der, so eine NGO, die hat eben Experten, Sozialarbeiter, Psychologen. Der sich auch um den Attentäter gekümmert hat. Genau, die haben sich um den Attentäter gekümmert. Das darf nicht passieren, dass sie sich täuschen lassen von ihm. Sie sagen ja, sie haben es nicht gemerkt, dass er noch nicht deradikalisiert ist. Das darf nicht passieren. Und da liegt der Grund schon, also da versagt auch der Staat. Er arbeitet nicht mit den richtigen Leuten zusammen. DERAD macht sicher einen super Job. Aber warum arbeitet man nicht mit der islamischen Glaubensgemeinschaft? Die haben eine eigene Extremismuspräventionsstelle. Die Glaubensgemeinschaft hat Zugang zu fast allen Moscheen. Persönliche Netzwerke, persönliche Kontakte zu den Imamen. Sie können wirklich da mit einer guten Akzeptanz und einer Vertrauensbasis arbeiten. Und die Regierung arbeitet aber nicht mit der IGGÖ, sondern die ist für sie ein Feindbild. Die Doku-Stelle politischer Islam hat ja bei der Ankündigungspressekonferenz tatsächlich einen ihrer Experten sagen lassen, den Dr. Khorshide, die Islamisten in Anzug und Krawatte sind gefährlicher als die Terroristen, weil Terrorismus in Österreich ist nicht das Problem. Das wurde vor ein paar Monaten hier gesagt, in Wien. Und diese Doku-Stelle politischer Islam, Extremismus steht auch drinnen irgendwie in der Beschreibung, Prävention. Für die ist die IGGÖ ein Feind, ja? Die wollen sie überwachen, dokumentieren. Und das sind aber Leute, mit denen man reden kann. Ja, vielleicht ist der Islam dort in der Auslegung ein bisschen reaktionär und nicht so wie liberal, wie wir ihn gerne hätten, wie er vielleicht auch sein sollte. Mit denen kann man aber reden. Nur mit Terroristen kann man nicht mehr reden, ja? Die sind die Gefahr. Und die Regierung richtet diese Doku-Stelle ein mit viel Geld. Was kriegen die 500.000 jetzt fürs erste Jahr? Und die tun aber nichts dafür, um mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, die radikalisiert sind und die Kalaschnikows in die Hand nehmen. Das ist ein Wahnsinn. Ich hoffe, die Regierung wacht jetzt endlich auf. Ja. Ich hätte aber noch eine ganz kurze Frage. Arbeitet mit der IGGÖ, statt dass sie gegen sie arbeitet. Deradikalisierung ist ja sozusagen erst der letzte Schritt, wenn eigentlich davor schon radikalisiert wurde. Ein Radikaler, der nach Österreich kommt. Da fragen sich ganz, ganz viele Menschen, haben wir hier nicht ein grundlegendes Problem, wenn wir nicht wissen, wie mit Menschen umzugehen ist, die zuvor in den Krieg ziehen wollten, in den Dschihad ziehen wollten, sich dem IS anschließen wollten. Da gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, sie verstehen das nicht, ja. Wie das sein kann, dass jemand, der dorthin reisen wollte, überhaupt wieder zurückreist. Also warum gibt es überhaupt Heimkehrer, die sollte es sozusagen, wie kann es sein, dass es die überhaupt gibt, dass die wieder zurück einreisen dürfen? Haben wir da sozusagen ein juristisches Problem, das wir uns selbst geschaffen haben, um dieser Sache nicht auf andere Art und Weise einen Riegel vorschieben zu können? Es ist wohl verständlich, dass die Türkei, wenn sie Menschen an der Grenze, vor der Grenze abhält, davor nach Syrien zu gehen und für den IS zu kämpfen, oder andere Länder, dass sie, die nicht türkische Staatsbürgerschaft haben, dass sie sie in die Herkunftsländer abschiebt, das ist ja ganz normal, das würden wir auch machen. Ja? Aber das sind ja österreichische Staatsbürger. Aber nicht nur. Das Problem ist, wenn wir sie zurückbekommen, dann können wir sie nicht, also dann können wir sie nicht einfach nach 22 Monaten, zwei Drittel Strafe abgesessen, einfach so wieder entlassen. Ja? Da muss mit Fußfesseln muss der Mensch eine Zeit lang gut betreut werden, da kann man nicht, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, dass DERAD das
den Bericht schreibt oder ihm glaubt, der ist jetzt resozialisiert, deradikalisiert, dieser Täter. Also da muss viel professioneller rangegangen werden. Und ich hoffe jetzt sehr, dass die Regierung endlich aufwacht und da die notwendigen Mittel auch in die Hand nimmt. Weil natürlich geht es auch um Geld. Ja? Geld für bezahlte Experten und Expertinnen, die mit diesen Leuten arbeiten. Also auf allen Ebenen, von der Justiz bis zur Sozialarbeit, überall, ja.